Startet der Bus in Rimini, Adria pur. Und natürlich gehen wir an den Strand, aber nicht an irgendeinen der vielen dort, sondern einen sehr besonderen Bagno 27. Ich spreche auch kein Italienisch. Bagno. So, wir erleben da jetzt Menschen, die quasi so bunt sind wie der Regenbogen an diesem Strand. Zum Glück sind wir da überhaupt hingekommen, denn unsere alte Karre hat ein bisschen gezickt. Sehen Sie gleich auch. Los geht's mit dem ersten Urlaubstag an der Adria. Die Adria. Wer Ruhe sucht und Abgeschiedenheit, der ist hier stellenweise falsch. Das Tolle an der Adria, hier ist schwer was los und immer anders als man denkt. Und genau deshalb sind wir hier. Und zack sind wir in Rimini, als wäre nichts dabei. Da sind wir wieder. Und bevor es richtig losgeht, haben wir schon wieder einiges erlebt. Wir mussten ja die Alpen überqueren. Aber der Bus war der Meinung, er sei zu alt dafür. Der österreichische Pannendienst konnte ihn aber Gott sei Dank zum Weiterfahren bewegen. Aber jetzt ist alles gut und es wird sogar noch besser. Denn vor uns liegt der bunteste Bustourbeginn aller Zeiten. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Stefano Mazzotti. Und der Stefano hat uns gesagt, wir treffen uns am Rand vom Regenbogen. Irgendwo hier betreibt Stefano einen Strandabschnitt für Schwule, Lesben und wer sonst noch so dazugehört, zur LGBTQIA-Plus-Community. Oh ja. Hey. Ciao, Christian. Das ist Igor. Hi. Hallo, Christian. She's my wife. Hello, Annalisa. In diesem Moment setzt eine peinliche Verwirrung ein. Annalisa ist also die Frau von Stefano. I was thinking, man könnte ja meinen, you didn't have a wife. Als Hetero betreibe man keinen queeren Strand. Was natürlich Blödsinn ist. Aber Stefano kennt diese dümmlichen Gedanken. Many people told me that we think that the gay place must be managed by gay people, you know? No, it's just Stefano ist einfach der Meinung, es sei eine gute Idee, so etwas zu machen. Er wollte ein Zeichen setzen, mit bunten Farben und aus tiefster Überzeugung. Es ist noch früh am Morgen. Ab 10 Uhr ist dieser Strandabschnitt geöffnet. Und zwar für alle, die glauben, dass sie hier richtig sind. Dies sei ein Ort für alle Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, sagt Stefano. Er wolle zeigen, dass es hier keine Vorurteile gebe und er habe den Eindruck, dass die Menschen hier auf so eine Message gewartet hätten. Weil hier alle Strandabschnitte nummeriert sind, nennt Stefano sein Unternehmen Community 27. Mit anderen Worten, Adria für alle. Einer der Gäste, Marco. Er lebt in London, stammt aus Rimini und macht Urlaub an seinem Lieblingsstrand. I think everybody is different. Frei übersetzt, auch hier ist jeder Jack anders. Marco sagt, jeder bringe hier seine Einzigartigkeit mit an den Strand. Und hier zelebriere man die Diversität. Hier darf jeder sein, was er möchte und aussehen, wie er will. The type of people that come to here, you can see, okay, yes, you may see gay, you may see lesbian, but there are a lot of families. Marco sagt, hier gäbe es zwar viele schwule und lesbische Leute, aber eben auch viele Familien. Und das zeige, dass die neue Elterngeneration ihre Kinder anders aufwachsen lassen möchte, offener und toleranter. Und das sei genau der richtige Weg. And this is the way, my opinion. So, Federico. Federico ist anders als die anderen. Er ist Autist. Aber in erster Linie ist er Stefanos Mitarbeiter. Es gibt hier insgesamt 4 Menschen mit Handicap, die zum Team gehören.
Frederico führt die Kunden zu ihren Liegestühlen. Und weil er keine Zahlen lesen kann, hat ihm Stefano einen Plan gemalt, damit er sich orientieren kann. Stefano hilft und begleitet und freut sich, dass Frederico ein Teil dieser Community ist. Stefano sagt, man müsse diesen Menschen Arbeit geben und die Möglichkeit auf ein gutes Leben mit guter Bezahlung. In diese Richtung müsse es gehen. Diversität sei wichtig, schließlich seien wir nicht alle gleich. Selbst die dann doch irgendwie gleich sind, sind hier gern gesehen. Die LGBTQIA+-Community ist da sehr tolerant. So, do you feel accepted? Ja. Auch diese Herren fühlen sich in ihrem Menschsein akzeptiert. Warum auch nicht? It's nothing wrong with being bold, no? No. Auch Glatzen sollen glücklich sein. Rimini ist auf dem richtigen Weg. Und auch dafür muss man Stefano danken. Und auch das ist der richtige Weg. Immer weiter die Adriaküste entlang. Morgen sind wir in Slowenien. Man sieht.